Informationen zum Schlafen. Die Menschen begreifen noch nicht, dass sie schlafen, und sie sind durch unsere tollen öffentlichen Medien komplett eingeschläfert und betäubt worden. Man kann auch sagen, sie sind hypnotisiert. Public Relations sind andere Worte für Propaganda. Da denkt die Masse an Hokuspokus, kaum an Massenhypnose durch TV, Radio und Zeitungen. Wir schalten den Fernseher ein, um geistig abzuschalten. Wer diesen Satz begriffen hat, der schafft es auch ohne Fernseher. Eine Statistik sagt, ein 18-Jähriger hat 12.000 Schulstunden hinter sich und 10.000 Fernsehstunden, wovon ca. 2.500 Stunden Werbung bei sind. Da geht einem doch ein Licht auf, oder? Ja, die alten weisen Sprüche. TV ist die totale Verblödung oder totale Verdummung. Fernseher gucken ist wie Opium nehmen. Grenzenlos effektiv im Beeinflussen von Verhalten und Erwartungen. Der Fernseher ist die stärkste Waffe der psychologischen Kriegsführung in der Geschichte. Es fängt an, wenn der Fernseher der Babysitter ist. Jeden Tag wird der Fernseher eingeschaltet und mit diesen Gedanken gehen wir in den Schlaf. Fernsehen fabriziert kleine oder größere Zombies. Man erhält einen leeren Blick in tranceartigem Zustand. Nun ist er bereit für die unterschwelligen Botschaften. Die Botschaft ist, du bist nicht glücklich, wenn du nicht konsumiert hast. Es werden durch die Werbung künstliche Bedürfnisse geschaffen. Maximaler Profit ist das Ziel. Nicht umsonst schreibt die Gaming-Industrie Hochkonjunktur, ganz besonders mit Kampf- und Kriegsspielen. Amerikaner kennen jeden Worldwide Wrestling-Star, aber sie wissen nicht, wo Großbritannien auf der Landkarte liegt, obwohl die Briten ihre besten Freunde sein wollen. 85% der jungen amerikanischen Erwachsenen wissen nicht, wo Israel, Irak oder Afghanistan liegen. 30% können den Pazifischen Ozean auf einer Weltkarte nicht zeigen. 75% kennen nicht die Zahl der Gesamtbevölkerung ihres eigenen Landes. 11% finden nicht mal ihr eigenes Land auf der Karte. Bedeutungsloses TV hat mehr Macht eingenommen, statt tiefsinnige und geistvolle Dinge. Ideale Voraussetzungen, die Massen vor dem Fernseher zu halten, zu steuern und hörig zu machen. Selber nachdenken, unerwünscht. Man lässt sich denken. 5 Millionen Amerikaner sind Obdachlose. 50 Millionen Amerikaner leben von Essensmarken. Das bei einem Land mit 320 Millionen Bürgern. Es gibt nur 5 große Medienkonzerne, die uns das TV, Radio und Gazetten mit Informationen füllen, aber nicht mit dem Wichtigen, sondern uns mit bedeutungslosen Realitäten füllen. Wichtig wäre zu fragen, warum Pharma- und Lebensmittelkonzerne immer mehr Gift produzieren. Warum stehen bei Zigaretten keine Inhaltsstoffe auf der Verpackung? Regierungen beschützen diese Firmen auch noch. Die amerikanische Bevölkerung wurde mit 9/11 terrorisiert, hypnotisiert und traumatisiert. Logik und Physik deuten darauf hin, dass es eine False-Flag-Aktion war. Heute glauben 85% der Amis, dass 9/11 inszeniert war.
um dann den weltweiten Krieg gegen den Terror zu starten und um damit demokratische Rechte und Freiheiten zu entfernen. Kriege werden geführt, um Völker zu ängstigen und zu kontrollieren. Wirkliche Demokratie ist, wenn die Mehrheit der Menschen eine Entscheidung trifft und diese auch gilt. Der Krieg gegen den Terror ist ein wahrer Propagandaslogan. 90% der Opfer waren unschuldige Zivilisten. Ein wirklicher Krieg gegen den Terror würde bei den Amerikanern beginnen, wo das Bruttosozialprodukt 40% Waffenindustrie beinhaltet, oder Israels Okkupation Palästinas, oder etwas gegen Arbeitslosigkeit tut. Politik und Big Business ist gegen Demokratie. Demokratie ist nur ein Slogan. Das sogenannte 1% Elite ist stark und hat alles unter Kontrolle. Das 1%, das sind die, welche die Informationen kontrollieren. Sie entscheiden, was Menschen denken. Sie entscheiden auch, was die Menschen über die Vergangenheit berichten. Wer die Vergangenheit kontrolliert, der kontrolliert auch die Gegenwart. Eine kleine Chance sehe ich noch. Wenn man den Schlafenden so amüsant und geschickt wie möglich erklärt, wie man mit seinem modernen Smartphone oder LCD-TV YouTube zuschaltet, ihnen wie einem Dreijährigen erklärt, hey du, das größte, beste, sinnvollste und ehrlichste TV, dieses ist YouTube, weniger das Staats-TV. Da kann man sein eigenes Thema wählen, zum Beispiel Deprogrammierung oder richtig schlafen lernen. Schade, dass sich so wenige Menschen darüber Gedanken machen. In dem Sinne, bleibt informiert, was alles so passiert, und bleibt friedlich.